Leute, hallo zusammen. Jetzt zeige ich euch meine Sammlung von Desinfektionsmitteln. Ich habe eine ganze Menge. Mädels, ich brauche eure Hilfe jetzt mehr denn je. Ich habe mir 3 wunderschöne Kleider gekauft und weiß nicht, welches ich anziehe. Wow, sie sind wirklich schick. Diana, weißt du was? Kauf niemals 3 Kleider, denn dann ist es schwer, sich für eines zu entscheiden. Ist doch klar. Ja, Nastia, alle 3 Kleider sind so schön. Mädels, kapiert ihr es nicht? Ich habe 3 Kleider gekauft, weil ich mich nicht für eines entscheiden konnte. Schaut nur. Das ist wunderschön. So strahlend. Wie Barbie. Und das ist sehr süß mit den Herzen. Und dieses Blau ist generell schick. Mit einer Schleppe. Was soll ich denn jetzt also anziehen? Hä? Diana, ich weiß, wie wir damit umgehen. Ich werde das Blau mit der Schleppe tragen. Und ich werde das hier mit den Herzen tragen. Und du ziehst das in Rosa an. Du wirst wie Barbie sein. Ach so, und Maya hat wie immer Pech. Das ist ja eine nette Art, damit umzugehen, Mädels. Eigentlich habe ich all diese Kleider für mich selbst gekauft. Okay, so machen wir es. Ich probiere sie an und ihr dürft euch eins aussuchen. Ich fange mit diesem hier an. Es ist rosa. Mädchen, warum zieht sie sich so schick an? Da gibt es etwas, was ich nicht weiß, oder? Nun, sie hat ein Date mit Timur. Allerdings nimmt sie auch Blondie und George mit. Was? Blondie und George gehen mit ihnen auf ein Date? Yep. Leute, das ist noch nicht alles. Ich habe das Desinfektionsmittel in der Kiste. Hier, schaut mal, wie viele Desinfektionsmittel. Dana, was willst du dort? Bunny Girl, seid ihr zurückgeblieben? Ich filme nur ästhetische Sachen. Ist das die neue Generation? Ästhetische Desinfektionsmittel? Meiner Meinung nach kann alles irgendwie ästhetisch sein, oder? Ich habe doch keine Desinfektionsmittel. Leute, diese Mädchen verstehen gar nichts. Lasst uns weitermachen. Mädels, was ist los? Wie findet ihr mich? Diana, wirst du nicht frieren? Draußen ist es nicht mehr Sommer. Mädels, ich will auch so ein Kleid haben. Eigentlich habe ich dazu noch einen Pelzmantel. Also, was denkt ihr? Diana, nicht schlecht, aber probier mal das hier mit den Herzen an. Ich verstehe. Ihr wisst dieses Kleid nicht zu schätzen. Das stimmt. Wir warten auf dich, Diana. Mädchen, wir müssen wirklich zurückgeblieben sein. Wir verstehen nichts von Ästhetik. Ja, wir müssen irgendwie eine Sprache mit Dana finden. Ja, sie soll uns sagen, was gerade angesagt ist. Leute, es gibt auch dieses Desinfektionsmittel. Ist das nicht cool? Das ist noch nicht alles. Ich habe auch eine Menge verschiedener Lipglosse. Ich zeig sie euch jetzt. Jede Menge Lipgloss. Oh, Dana ist eine Art Beauty-Bloggerin. Ja, so klein und redet schon über Make-up. Mädels, wie findet ihr mich in diesem Kleid? Diana, das ist wirklich cool. Wenigstens ist dieses Kleid nicht so freizügig und hält dich ein bisschen wärmer. Ich glaube nicht, dass dieses Kleid Diana warm halten wird. Mädchen, kommt es mir nur so vor oder beratet ihr mich nicht von Herzen? Dana, du meine jüngere Schwester, sag mir, wie sehe ich in diesem Kleid aus? Diana, wenn ich du wäre, würde ich Dana nicht ablenken. Sie hat ihr eigenes Thema. Moment mal, Leute. Meine ältere Schwester bittet um Rat. Dana, sehe ich in diesem Kleid gut aus? Meinst du, ich sollte es zu einem Date tragen? Mal sehen, was Dania ihr jetzt rät. Diana traut unserem Geschmack nicht. Diana, es ist schick. Aber ich würde etwas Bequemeres tragen wollen. Cool. Habe ich jetzt etwa mein Geld verschwendet? Ja, befolge den Rat deiner Schwester. Du bist ja mit unserem Rat nicht zufrieden. Zieh das letzte Kleid an, um dich zu entscheiden, okay? Okay. So, Mädels, hier ist das letzte Kleid. Bitte helft mir bei der Entscheidung. Was soll ich tragen? Sagt schon. Dieses Kleid ist fantastisch. Diana, ich verstehe nicht, was diese ganzen Outfits und Dates sollen. Du fährst doch sowieso bald weg. Maya, warum erinnerst du sie daran? Ich sag ihr nur, wie es ist. Nun, auf jeden Fall ist Diana noch hier. Sie ist nirgendwo hingegangen. Verdammt, Maya, du hast wirklich recht. Ich werde wirklich bald gehen. Warum kaufe ich dann diese schönen Outfits? Warum versuche ich, Timo irgendwie zu überraschen? Das war's. Ich will nicht mehr zum Date fahren. Das macht doch keinen Sinn. Was für eine dumme Idee. Maya, was ist mit deiner Wortwahl los? Spinnst du? Du hast sie mit deinen Worten jetzt verletzt. Toll. Mädchen, nun ja, ich hätte nicht gedacht, dass es sie so verletzen würde. Diana, lebe in diesem Moment. Du bist jetzt hier. Los, zieh dich an und geh mit Timo auf ein Date. Oh, meine kleine Schwester ist erwachsen geworden. Danke, Dana. Nun, der Moment ist gekommen, in dem unsere beste Freundin von ihrer jüngeren Schwester abgelöst wird. Und das alles, Maya, nur wegen dir. Diana wird enttäuscht von uns sein. Mädels, es war ein Unfall. Ich wollte das nicht. So ein Mist. Wo ist Diana? Ich bin bereit zu fahren. Wahrscheinlich hat sie uns einfach im Stich gelassen. George, du denkst schlecht von Diana. Sie ist meine Freundin. Und sie hat heute ein Date mit Timur. Und wir haben auch ein Date. Und wir gehen zusammen als Pärchen aus. Miss Blondie, du bist echt abgedriftet. Blondie, du hast uns vergessen. Was, du und Diana gehen zusammen aus? Vielleicht schließt du dich ja dem Bunny-Team an. Mädels, hört auf, mal neidisch auf meine Freundschaft mit Diana zu sein. Was? Seid ihr neidisch? Ich sagte bereits, hört auf, neidisch zu sein. Weißt du denn überhaupt, Blondie, wo du hinfährst? Auf geht's, Sue.
Wenn du dich mit Diana streitest, brauchst du nicht zu uns zu kommen. Hallo Blondie, hallo George. Entschuldigt, dass wir zu spät kommen. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welches Kleid ich tragen soll. Diana, die gehen mit uns? Ich habe es dir gesagt, George. Hallo Diana, wo ist dein Kleid? Ich habe so lange gebraucht, um mich zu entscheiden, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Also habe ich mich für das hier entschieden, indem ich mich wohlfühle. Diana, warum gehen die mit uns? Nun, Blondie hat mich darum gebeten. Ich hoffe, der Spaziergang wird lustig. Ich und Timur und Blondie und George. Ich hoffe, wir haben viel Spaß. Glaub mir, ich werde dich zum Lachen bringen. Und das wird George auch. Was? George, lass uns Spaß haben. Okay, Leute, los geht's. Also, ich bin generell schockiert von Blondie. Sie ist sozusagen mit Diana befreundet. Eigentlich ist Knopper mit ihr ausgegangen und jetzt auch noch Blondie? Mädels, regt euch einfach nicht über Blondie auf. Hallo Leute, wisst ihr, wo Pizza und Eis sind? Wir wollen uns aufwärmen. Wir wollen unbedingt einen Milchkaffee. Ich habe im Moment keine Nerven für euch. Wir haben schwere Probleme. Oh mein Gott, wie langweilig ihr doch seid. Und problematisch. Okay Mädels, Blondie und Diana müssen sich streiten. Ich mag diese Freundschaft nicht. Ja, die beiden Mannschaftskapitäne haben sich wieder vereint. Eigentlich sind sie Rivalen. Diese Freundschaft ist schlecht. Also, Jana, ich habe beschlossen, dass wir dieses Jahr neu anfangen. Ja, ja, ja! Wir werden uns jetzt jeden Tag coole Make-ups und tolle Frisuren machen und die schönsten Ratten der Schule werden. Verstehst du? Die modischsten Ratten der Schule und die schönsten Verwalterinnen der Schule. Ich schlage vor, dass wir morgen einkaufen gehen und unsere Garderobe erneuern. Das war's. Genug mit den grauen Tagen. Du und ich werden strahlen, glänzen und strahlen. Leila, was schreibst du da? Ich schreibe Pläne für morgen. Hallo ihr zwei, habt ihr die anderen schon gewarnt, dass die Ferien bald zu Ende sind und sie ihre Sachen packen müssen? Lehrer Mike, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Wir schreiben gerade Pläne für morgen. Sieht so aus, als hättest du nichts zu tun, stimmt's, Lehrer Mike? Du solltest losgehen und alle Schülerinnen und Schüler warnen. Mädchen, vergesst nicht, ihr seid die Verwalterinnen. Und es liegt in eurer Verantwortung, die Schüler zu warnen, dass die Ferien zu Ende sind. Lehrer Mike, was sind eigentlich deine Aufgaben? Gehen und uns belehren? Ja, okay, wir werden alles tun. Nur halt uns nicht davon ab, unsere Pläne zu schreiben. Mädchen, ihr seid heute echt komisch, aber ich hab's euch jetzt gesagt. Leila, wo waren wir? Jana, was hältst du davon, wenn wir uns lange Nägel machen lassen? Leila, ich bin dafür. Wunderbar. Ausgezeichnet, Jana. Ich schreibe einen weiteren Punkt auf den Plan. Ein Termin im Nagelstudio. Leute, macht ihr Witze? Ich weiß, dass die Ferien bald zu Ende sind, aber wir haben trotzdem Hunger. Ich verstehe, dass ihr euch entspannen wollt, aber vergesst uns nicht, solange ja? Solange ihr uns keine warmen Sandwiches macht, werden wir nicht unsere Sachen packen, versteht ihr? Wir werden uns nicht bewegen, bis ihr uns was zu essen macht. Leute, die Ferien sind bald zu Ende. Wir haben keine neuen Produkte bestellt. Die Vorratskammern sind leer. Ihr habt alles aufgegessen. Die Footballer haben alles aufgegessen. Ich esse einen Apfel. Ich bin groß. Der Apfel ist nicht genug für mich. Also macht uns zwei Sandwiches mit Käse. Warum steht ihr noch rum? Ich gehe zu den Verwalterinnen und beschwer mich. Soll das eine Drohung sein? Beschwer dich ruhig. Die Ferien neigen sich dem Ende zu. Das ist nun mal okay, so. Okay, Eis, zieh deine Schürze aus. Jetzt macht Kostja das Ganze Kostja hier. Kostja macht Frühstück, Mittag und das Abendessen. Okay, super. Das war's, Pizza. Wir gehen. Kostja wird für alle kochen hier. Mal sehen, was Kostja ohne Lebensmittel kocht. Hey, Leute, wo wollt ihr hin? Kostja, du wirst sowieso nichts kochen, hör oder? Zu, Alter, du kennst Kostja nicht. Er wird uns überraschen. Schreib einfach auf, was du haben willst. Okay, dann will ich Bananenchips und Schokoladensoße. Machst du das, Kostja? Ganz einfach. Sackert, bring mir Schokolade und Bananen. Cindy, ich möchte diese Tasche stehlen. Sag nur niemandem etwas davon. Und ich habe beschlossen, Diana Sandalen zu stehlen. Oh, hallo Mädels. Was, packt ihr eure Sachen? Mann, ich will nicht zur Schule gehen. Aber warum? Die Schule ist doch total toll. Wartet, was macht ihr mit den Sachen anderer Leute? Wir haben beschlossen, uns die Sachen anderer Leute auszuleihen. Diese Sandalen stehen mir besser als Diana. Also ihr stehlt, richtig? Oh, 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 Mädchen stehlen ist schlecht. Was ist, wenn wir es allen sagen? Kein Grund, es jemandem zu sagen. Klaut einfach auch etwas. Schaut euch das ganze Zeug an. Ihr Mädchen seid so dumm. Obwohl es hier sogar eine Blondine gibt. Ihr versteht, dass die Bunnies diese Dinge in der Schule sehen werden. Ihr seid Diebe. Ihr stehlt und sie bestrafen euch. Gigi, warum bist du gerade hierher gekommen? Du und deine Gruppe, ihr nervt. Mädchen, ihr verschwendet eure Zeit. Jungs, kommt schon. Wir erzählen es den Bunnies. Gigi, wir sind keine Spitze. Ich sagte, kommt schon. Ist schon gut, Gigi. Wenn die Schule beginnt, werden wir dich daran erinnern. Wir werden deine große Klappe nicht vergessen, Spitzel. Habt ihr Bros und Thomas gesehen? Sie sind an meiner Seite. Also kommt mir nicht zu nahe. Mist, ich bring alles zurück.
Und ich lege die Tasche jetzt auch zurück. Mann, Mädels, ich hätte nicht gedacht, dass die Ferien so schnell enden würden. Maja, alles endet. Ich schmeiß die hier rein. Lass uns zusammenpacken und Diana holen. Sie hat ein Date. Mädchen, seid nicht traurig. Die Schule wird auch toll sein. Wir haben Training, endlich jeden Tag. Oh, Maskottchen. Wir haben keine Lust, von Training zu reden. Mädchen, was seid ihr für Cheerleader, dass ihr euch nicht auf das Training freut? Kommt, wir schreien den Slogan zusammen, okay? Bunnies sind die Besten, Bunnies werden Erfolg haben. Hey Leute, könnt ihr mich ins Team aufnehmen? Ich werde das 5. Bunny von euch sein. Was? Haben wir das gerade gehört? Dana, werd erstmal groß, um in unser Team zu kommen. Du bist noch zu jung dafür. Ja, Dana, du bist noch zu klein. Mädchen, ich glaube, ihr seid nur besorgt. Ihr seht mich als Rivalin. Stimmt's? Weißt du was, Dana? Wenn du nicht Dianas Schwester wärst, würde ich dir jetzt echt was husten. Du warst doch eben schon dabei, Diana einen Rat zu geben. Willst du etwa ihre beste Freundin werden? Mädels, was ist mit euch? Ich bin nur die Schwester. Ja, eine jüngere Schwester, die Diana bereits Ratschläge gibt. Bei so viel Erfolg wird Diana bald keine Freundinnen mehr brauchen. Und überhaupt, es ist keine Eifersucht. Wir sind einfach im selben Team. Mädels, ist das euer Ernst? Ihr schreit Dana an, die übrigens jünger ist als ihr. Schämt ihr euch nicht oder was? Nein, machen wir nicht. Wir lieben Diana einfach und werden sie nicht hergeben. Ihr solltet nicht eifersüchtig auf mich sein, sondern auf Blondie. Warum sind sie so lange weg? Danke, Dana, für die Erinnerung. Mädels, wisst ihr was? Diese Freundschaft zwischen Diana und Blondie muss beendet werden. Ja, ich mag diese Freundschaft auch nicht. Mädels, hallo, wir sind zurück. Habt ihr uns vermisst? Ratet mal, wie unser Date gelaufen ist. Drei Antwortmöglichkeiten. Schrecklich, super schrecklich und ätzend. Timo, ich denke, es war scheiße. Und liege ich richtig? Sie macht mich wütend. Maja, sei still. Diana ist hier. Kurz gesagt, Mädchen, Blondie verhielt sich sehr seltsam. Sie zog ständig die Aufmerksamkeit auf sich. Und George auch. War das überhaupt ein Date? Es war halt ein Riesenfehler von euch, Blondie und George zu eurem Date mitzunehmen. Du hättest Blondie nicht zu einem Date mitnehmen sollen. Ja, du hättest mich mit Johnny mitnehmen können, Diana. Oder mich mit Sackert. Oder zum Beispiel mich mit Maskottchen. Diana, ich verstehe nicht, was dich überhaupt mit Blondie verbindet. Mädchen, seid nicht eifersüchtig. Das ist das erste und letzte Mal. Wir werden alle zusammen in der Schule sein. Übrigens, wie geht es euch und Dana? Diana, alles gut. Wir sind alle gute Freundinnen. Toll, ich bin froh, dass bei euch alles reibungslos geklappt hat. Mädchen, meiner Meinung nach war Dana hier etwas oberschlau. Ich glaube auch. Mädchen, was ist los? Mädchen, packt eure Sachen. Die Ferien sind vorbei. Die haben die ganze Zeit nur von sich geredet. Timur? Ja? Bei meinem nächsten Date gehe ich mit dir, mit meinem Freund. Was hast du da gerade gesagt? Entspannt euch, Jungs, das war ein Scherz. Dana, mach bitte nicht solche Witze. Ja, das ist richtig. Maskottchen, Timur, können wir endlich aufhören, über unser Date zu reden? Helft mir lieber, meine Kleider aus dem obersten Regal zu holen. Ihr habt euch also nicht geküsst? Ich erzähl's dir gleich. Ich komm schon, Diana. Mädels, packen wir also unsere Sachen? Lass uns auf Blondie warten. Ich bin neugierig, wie ihr Date verlaufen ist. Glaub mir, im Gegensatz zu uns geht es ihr bestimmt gut. Ja, sie war mit Diana unterwegs und wir sitzen hier. Mädels, die Schule fängt bald wieder an. Blondie und Diana werden wieder Rivalinnen sein und das ist das Ende der Freundschaft. Das hoffe ich, Sup. Hallo, Frösche, warum sitzt ihr da? Mein Date war einfach wunderbar. George und ich hatten viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch, Blondie. Und jetzt haben wir Neuigkeiten für dich. Pack dein Zeug zusammen. Die Ferien sind vorbei. George? Mädels, wovon redet ihr? Ich will euch von meinem Date mit George erzählen. Mein Date war einfach wunderbar. Weißt du, Blondie, das interessiert uns nicht. Denn Diana und Timo waren auch bei deinem Date dabei. Weißt du, Blondie, so nah bei Diana zu sein, ist nicht gut. Vergiss nicht, dass ihr die Kapitäne von verschiedenen Teams seid. Ihr seid Rivalen. Wir sind Rivalen, wenn wir Wettkämpfe haben. Und im Leben sind wir normalerweise Freundinnen. Nun, George, hat dir das Date gefallen? Wie war's mit Timur? Ja, wir sind jetzt gute Freunde. Kurz gesagt, Mädels, ich sehe, Blondie hat sich von uns getrennt. Ihre Freundschaft mit Diana und ihre Beziehung zu George haben sie sehr verändert. Naja, ist schon okay. Mal sehen, wie es ihr geht, wenn die Schule anfängt. Wisst ihr, Mädels, wenn ich mir eure mürrischen Gesichter ansehe, sehe ich, wie sehr ihr euch für mich freut. Also steht auf und packt eure Sachen. Na los. Packen wir unsere Sachen zusammen. So, packt die Sachen, die im blauen Haus gewaschen werden, in einen Koffer und bringt sie mir, ja? Na, Mädels, habt ihr eure Koffer gepackt? Ja, Jungs, das haben wir. Diana, ich helfe dir. Vielen Dank. Verdammt, ich will nicht gehen. Ja, ich werde die freie Zeit vermissen. Diese Ferien waren so cool, so atemberaubend. Okay, Mädels, das waren nicht unsere letzten Ferien. Also, sind alle bereit? Der Bus wartet schon. Wir sind bereit. Wir müssen nur erst Dana finden. Sie wird hier im Landhaus bleiben wollen. Leute, liked das Video, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen, coolen Episoden. Wir sehen uns später und dann alle... Tschüss! Wir lieben euch! Oh.